In Archicad könnt ihr Geländemodelle mit dem Freiflächenwerkzeug konstruieren. Ihr beginnt mit einem einfachen Volumen, das ihr mit diversen Tricks in komplexe Topografie verwandelt. Bleibt dabei, dann seht ihr, wie es geht. Ich werde Ihnen jetzt zeigen, wie das Freiflächenwerkzeug in Archicad funktioniert. Das Freiflächenwerkzeug ist ein Polygonmodeller, das heißt, wir erzeugen Polygonkörper. Meistens zu dem Zweck, Grundstücksmodelle zu erzeugen, also wie hier zum Beispiel. Wir sehen hier so drei einfache Grundstücksmodelle, rechteckige Grundfläche, ein gleichmäßiger Höhenanstieg, nicht ganz gleichmäßig von einer Höhe 0. Das ist in diesem Fall 0 und das soll die Höhe 10 Meter sein. Also wir haben hier einen Anstieg um 10 Meter. Dazwischen gibt es dann Höhenlinien. Was wir sehen können, wir haben zwar eine ähnliche Grundstruktur, aber wir sehen auch, dass diese Modelle verschieden gut sind. Wir haben hier links eine sehr unregelmäßige Polygonteilung. Hier ist sie schon ein bisschen regelmäßiger, vor allen Dingen im unteren Bereich. Da und da haben wir eine engmaschigere Polygonanordnung als hier zum Beispiel. Und hier ist es dann noch viel besser. Da ist nämlich, so wie hier auch, die Aufteilung der Höhenlinien gleich in gleichen Abständen. Also gleichartig sozusagen hier auch. Aber hier entstehen nicht solche komischen Plateaus dazwischen wie hier zum Beispiel. Hier kürzt Archicad irgendwie ab und macht dann da so komische kleine Plateaus rein. Dadurch entstehen hier auch wieder so unterschiedlich große Polygone, obwohl eigentlich die Höhenlinien gleichmäßig geteilt sind. Hier sind sie überhaupt nicht gleichmäßig geteilt. Das ist schon mal das Grundproblem, dass da nämlich verschieden große Abstände erzeugt wurden. Auch hier oben kann man es gut sehen. Länger, kürzer, das ist hier schon mal nicht mehr so, aber trotzdem bleibt Archicad bei seiner Überzeugung, es müsse hier so kleine polygonale Ebenenflächen ausbilden, also Horizontalflächen. Und das kann natürlich ganz schön nerven, weil man ja eigentlich will, dass das Gelände ansteigt und nicht so kleine terrassenartige Flächen ausbildet. Hier ist es dann am besten. Jetzt ist klar, das ahnt man schon, ihr ahnt es, das geht am schnellsten da hinten, was am wenigsten schön aussieht und das, was am schönsten aussieht, dauert am längsten. Das ist auch so. Trotzdem hält sich das im Rahmen und ich möchte euch einfach dafür sensibilisieren, dass ihr mit der schnellsten und einfachsten Methode nicht unbedingt zu den besten Ergebnissen kommt in Archicad, sondern dass ein bisschen mehr Handarbeit, ein bisschen weniger Automatismus in der Regel dann zu schöneren Ergebnissen führt. Ob das Freiflächenwerkzeug ideal ist in Archicad, ist eine ganz andere Frage. Vielleicht kann man in Rhino noch bessere Freiflächen machen, die man besser steuern kann, die man dann über die neue Schnittstelle zu Archicad importieren kann. Das nützt einem natürlich nichts, wenn man Rhino nicht hat und auch nicht beherrscht. Ich habe mich jetzt hier erstmal auf Archicad beschränkt und will zeigen, wie in Archicad das Freiflächenwerkzeug funktioniert. Das Freiflächenwerkzeug entnehmen wir der Werkzeugpalette Freifläche und man zeichnet jetzt zunächst mal mit zwei Klicks eine Figur. Ich habe jetzt hier leider nicht die Rechteck-Variante ausgewählt. Die wäre hier. Das nehme ich jetzt mal kurz. Und jetzt kann ich hier ein Rechteck zeichnen. Archicad produziert automatisch eine Art Quader damit oder eine Platte mit einer Dicke. Wenn ich jetzt die andere Methode, die ich am Anfang hatte, auswähle, dann kann ich eben ein ähnliches Objekt zeichnen, was aber dann einen polygonalen Umriss hat. Ich mache jetzt nochmal das Rechteck und das ist im Grunde genommen die Keimzelle einer jeden Freifläche in Archicad, eine Art Quader, der dann mit zusätzlichen Punkten versehen wird oder Sie nehmen die Eckpunkte, die schon da sind und geben denen eine jeweils spezifische Höhe, woraufhin dann eben so eine Art Geländemodell entsteht. Bevor ich Ihnen das jetzt zeige, wie das geht, möchte ich ganz kurz noch ein paar ästhetische Probleme hier regeln. Wir haben hier zum einen die Bearbeitungsebene, das heißt eine Hilfsebene, die uns beim Konstruieren helfen soll, die jetzt aber eher stört. Ich habe hier in meiner eigenen Symbolpalette so einen kleinen Button, Darstellung der Bearbeitungsebene, damit kann ich die an- und ausschalten. Das ist ein Befehl, der stammt eigentlich aus dem Ansichtsmenü, Darstellung der Bearbeitungsebene, da können Sie das auch machen. Zweites ästhetisches Problem, ich habe hier so eine grüne Fläche, ich kann ganz schlecht erkennen, ob ich jetzt hier Punkte drauf habe, jetzt ist es ausgewählt, man kann die so eben erkennen, das ist mir aber irgendwie zu unpraktisch. Und das mache ich jetzt so. Es gibt bei den Einstellungen für das Werkzeug oder für das Element vielmehr einmal die Einstellung für die Struktur. Das ist also mehr oder weniger das Material, wenn man so will. Das kann ich auch so lassen. Denn es wird überschrieben. Überschrieben heißt, Archicad verwendet etwas anderes, und zwar sogenannte Oberflächen. Das kann man machen. Man kann sagen, ich möchte gerne, dass es überschrieben wird. In diesem Fall, wo ich diese drei Dinger so anklicke, dass sie dunkel sind, Oberfläche oben, Schürze-Oberfläche und
Oberfläche unten, also damit ist gemeint Oberseite, Seitenflächen, Unterseite, bekomme jetzt eine Ersatzoberfläche. Und da kann ich auf das Kettensymbol klicken und kann dann diese Ersatzfläche mit der Farbe Weiß definieren. So, und jetzt habe ich hier so einen schönen weißen Quader. Jetzt habe ich ja gesagt, das ist die Keimzelle einer Freifläche. Das ist natürlich als Freifläche noch nichts Besonderes. Ich kann jetzt auf diese Punkte hier klicken. Dazu muss aber das Objekt ausgewählt sein. Das ist ganz wichtig. Ich kann dann hier auf die Ecke klicken und dann gibt es hier in der Padpalette einen Befehl, und zwar genau den da, mit dem kann ich sozusagen, wenn ich den ausgewählt habe, also wenn er jetzt nicht ausgewählt wäre, müsste ich da draufklicken und dann kann ich hier dieses Ding in der Höhe verschieben. Ich darf auch mit der Tabulatortaste tippen und dann kann ich hier zum Beispiel eine feste Zahl eingeben, wie zum Beispiel 2. Und wenn ich dann auf Return drücke, dann ist dieser Punkt 2 Meter höher als eben noch. Das gleiche kann ich auch hier machen. Und jetzt habe ich hier so eine super tolle Geometrie erzeugt, also eine Freifläche, allerdings eine sehr merkwürdige Freifläche, die doch etwas sehr grob strukturiert ist. Sie erinnert eher an ein Dach, aber das ist zumindest möglich mit diesen 4 Punkten, die ich da habe. Der Witz ist jetzt, dass es mehr Punkte gibt als diese 4. Ja, ich mache das jetzt mal rückgängig. So, na, jetzt ist es wieder grün geworden, wieder einmal rückgängig, so. Wie bekomme ich jetzt mehr Punkte? Das Prinzip ist wie bei der Decke, beim Deckenwerkzeug, wo ich an einer Decke was machen möchte. Das gleiche, ich aktiviere oder wähle dieses Objekt aus. Ich muss jetzt noch dafür sorgen, dass auch das Werkzeug aktiv ist. Das wirkt etwas merkwürdig, ist aber nicht automatisch der Fall. Ich klicke deswegen mit der rechten Maus auf die Arbeitsebene und sage Auswahl Aktivierungswerkzeug. Das ist der Befehl. Jetzt habe ich sichergestellt, dass ich wirklich auch das Werkzeug ausgewählt habe. Ich habe also sozusagen ein mit dem Freiflächen gezeichnetes Objekt ausgewählt und ich habe auch das dazugehörige Werkzeug ausgewählt. Und jetzt kann ich hier mit dem Rechteck, mit der Rechteckmethode zum Beispiel ein weiteres Rechteck zeichnen, als ob ich eine weitere Freifläche zeichnen würde. Es ist aber keine weitere Freifläche, es ist in der bestehenden Freifläche hineingezeichnet. Und zwar zur Wahl stehen neue Punkte hinzufügen oder Durchbruch erstellen. Ich bleibe mal bei neue Punkte hinzufügen. Die Option ist keine Oberflächenanpassung, auf anwenderdefinierte Kanten anpassen, auf alle Kanten anpassen. In diesem Fall wäre es egal. Ich will euch aber sagen, am besten fahrt ihr immer mit auf anwenderdefinierte Kanten anpassen. Fast immer. Und jetzt sagen wir mal okay. Ich habe jetzt hier quasi damit in der bestehenden einen Freifläche, ich kann hier draufklicken, das ist ein Objekt nach wie vor, weitere Punkte hinzugefügt. Ich könnte jetzt hier sagen, ich gehe da auch wieder hoch mit meinem Z-Wert, auch hier. Ich kann das übrigens dann hier so rüberziehen, ohne die Maus zu drücken, dann ist es dann die gleiche Höhe. Und wenn ich hier auch noch hochgehe, auch auf die gleiche Höhe, dann entsteht hier so ein Pyramidenstumpf. Ja, so sieht das jetzt aus. Ich mache das mal wieder rückgängig und zeige euch noch was anderes. Es geht nämlich natürlich noch mit interessanteren Formen, denn das ist ja jetzt auch noch nicht so eine natürliche Freifläche gerade gewesen. Ich kann jetzt auch das Polygonwerkzeug nehmen oder die Polygonmethode und kann jetzt hier hinein etwas zeichnen, wie zum Beispiel ein solches Polygon. Und auch da kann ich dann nach dem letzten Doppelklick sagen, neue Punkte hinzufügen, auf anwenderdefinierte Kanten anpassen, okay. Und auch jetzt kann ich hier sagen, ich möchte da hochgehen und die Punkte in der Höhe verschieben. Hier auch. Und hier. Und hier. Ja, das sieht jetzt schon ein bisschen spannender aus. Man sieht, dass man damit auch gut Dächer machen kann. Das ist das Freiflächenwerkzeug in Archicad. Jetzt noch eine Sache, das mache ich mal im Grundrissfenster, Steuerung 2. Ich zeige euch noch, wie man jetzt einen Durchbruch machen kann, denn natürlich geht, das habt ihr gerade schon gesehen, die Variante Durchbruch erstellen. Auch dazu muss das Freiflächenobjekt ausgewählt sein, das Werkzeug auch. Und jetzt nehme ich mal wieder, ich nehme die Polygonmethode und, nee, ich nehme die Rechteckmethode, das sieht wirklich schöner aus und schneide jetzt hier so ein Rechteck rein. Und da sage ich jetzt Durchbruch erstellen und diesmal sage ich auf alle Kanten anwenden, denn ich möchte, dass Archicad so wenig der bestehenden Kanten wie möglich ändert, um dieses Loch da reinzuschneiden. Guckt mal hier hin auf diese Kanten, wie das jetzt gleich aussieht und fast nichts ist passiert, also außer natürlich, dass es diesen Durchbruch jetzt gibt. Die bestehenden Kanten sind quasi so geblieben. Und das ist schon recht schick, man kann also auf diese Weise dann eben auch Löcher in solche Freiflächen reinschneiden, sodass man da zum Beispiel ein Haus reinsetzen kann.
Wir sehen hier im 3D-Fenster grüne Kanten, im Grundrissfenster sehen wir auch grüne Kanten. Ich kann jetzt hier noch sagen, bei den Werkzeugeinstellungen oder bei den Elementeinstellungen, wenn ich hier draufklicke oder STRG-T drücke, das ist ja in Archicad das Gleiche, dann kann ich hier sagen, ich hätte gerne bei der Grundriss- und Schnittdarstellung für die Aufsichtslinien und für die Kanten eine andere Farbe als grün. Ich nehme jetzt mal hier rot, das wären also die Aufsichtslinien. Die Aufsichtslinien sind ganz offensichtlich die Kanten, die ich selber aktiv gezeichnet habe. Das war hier dieses Polygon, was jetzt hier durch diesen Durchbruch so zum Teil verschwunden ist. Und ich habe den Umriss meiner Freifläche. Und die grünen Kanten, das sind jetzt die heißen jetzt Kanten bei diesem ganzen, in diesem Einstellungsfenster Kantenstift. Das sind die Kanten, die Archicad erzeugt, um sozusagen mit meinen Kanten klarzukommen. Also um das mal so auszudrücken. Ich habe ja neue Kanten erzeugt. Das sind dann so neue Grate, die da entstanden sind und Kehlen. Und Archicad muss natürlich die vorhandene Geometrie dann so falten, dass es passt. Und diese neu entstandenen Faltkanten von Archicad, die ich nicht selber gezeichnet habe, die Archicad quasi produziert, die sind jetzt in diesem Fall noch grün. Das ist jetzt alles nicht so tierisch interessant. Trotzdem möchte ich, dass das beides grau ist. Da stehe ich drauf. Das finde ich viel schöner. Ich brauche diese Farben nicht, aber es ist Geschmackssache. So sieht es also nochmal im 3D-Fenster aus. So, liebe Kollegen, das war's zum Thema Geländemodell in Archicad und erste Schritte mit dem Freiflächenwerkzeug. Wenn ihr Fragen oder Kritik habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, wie es von hier aus weitergeht, schaut euch auch die nächsten Geländevideos an. Und wenn ihr das Ganze nochmal in Ruhe nachvollziehen wollt, in meinem Blog horstsondermann.com gibt es eine Textfassung dieses Videos.